Offensichtlich ist hier nichts. Das ist ein Firefly-Anhänger, oder? Oh ja, Peter Moritz. So. Oh. Ellie, Ellie. Ich hätte jetzt mal gern ein paar Klingen. Die hätte mehr sagen. Da kann ich nicht hoch. Mono. Mono. Mono, Mono, Mono. Jo, das brauche ich eigentlich nicht. Weil ich eh gerade wurscht, ob ich jetzt den Holzbriegeler nehme oder. Den Eisenbriegeler, ich gerade wurscht. Und ich kann immer noch kein Messer machen, was ist denn das? Bist auch echt unglaublich. Mir echt nichts sagen, ich glaube, das sind ein paar. So. Wie hoffe ich, komm da noch. Boah, Alter, da muss ich ja sackgenau ziehen. Ja, ficken. Ist da eigentlich nice. Schade. Oh fuck! Das gibt's doch nicht. Hilft mir ja gar nichts auf die Impfung. Gar nicht. Weg mit dir! Komm, lad nach, lad nach! Fuck! Boah! Oh mein Kopf! Bam, Junge! Bam! Wenn sie ja schon wieder auf Schrotze wechseln. Gruselig, sagt sie. Gruselig, so so. Hä? Eine Frage, wieso kann ich die jetzt nicht aufnehmen? Mhm. Den haben wir doch gerade, den Schlagstock, oder? Wieso zum Teufel kann ich die Pfeile nicht nehmen? Nee, noch eine Flasche. Okay. Ah, hier sind schön Pfeile. Ah, gut, gut, gut. Hä? War das jetzt gerade? Nein, ich weiß schon. Und Zahnräder. Zahnräder, Zahnräder.
Haben wir immer gebrauchen, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir da weiter müssen. Leider. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ich liebe einfach den Bogen über alles. Ehrlich. Komm, 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 komm. Bäm, Junge. Ah, okay, da sind drin sind noch welche. Jetzt bin ich schon Bogenexperte, ja? Laut Spiel sogar. Na, endlich kann ich mal ein paar Messer machen. Gut. Oder genau genommen nur eins. Okay. Die machen wir mal kurz weg. Weg mit dir, das Stück Scheiße. Was ist denn der da? Da drin ist der, okay. Ah, fuck. Das war Dusel, du. Das war Dusel. Ah, das ist richtig. Ah. Nein, fehlen immer nur ein paar Klinge. Klinge. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Na los. Was schiebst du denn für den Stress? Wer ist... Ja, ich mal schau, ob ich alles mit habe. Kleiner. Ewig rumlahm und sagen, wa, 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 ich will nicht, Mama. Und jetzt komm los. Dann will ich ihn widerspulen, sich, ne? Kleiner. Und jetzt stoppt er da oben. Ist er arg wurzelt. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Geh bereit. Komm, Ellie. So, erstmal in das Gartenhäuschen gehen hier. So. Sprengstoff im Mauen, oder? Das sieht von der Verpackung her aus wie so ein Gartendümmer. So, Messer Nummer 2.
Okay, wir sind sicher. Keiner wurde... Ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Wieso steht da ein Molotow-Cocktail, ne? Fuck. Kann mal jemand sagen? Wieso zum Teufel steht da ein Molotow? Okay. Ist klar. Ja, war einfach so. Ja? Was ist jetzt los? Hä? Was ist denn? Schreit da los, hey Joy! Was ist los? Mein Kumpel. Irgendwie glaube ich nicht so richtig, dass wir hier allein sind. Wenn ich ehrlich bin. So, Pillen, wie viel haben wir eigentlich? 20, okay. Such dann immer nur als nächstes maximale Gesundheit aufzupimpen. Vollgas. Tagebuch eines Jungen. Lesen. 4. Oktober, jetzt ist offiziell, die Schule bleibt bis auf weiteres geschlossen, also ist dieser Ausbruch doch etwas Gutes. Keine Schule, keine Hausaufgaben, also mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober, Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihnen zugestimmt und eine... Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Carol ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober, Offizier Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfters. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen in ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober, da wo wir hingehen, sind keine Haustüre erlaubt. Wir sind im Gadget da an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen würde. Er gehört in die freie Natur, schon klar. 17. Oktober, es ist zu weit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Bum bum. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, und für was? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Willkommen.